Herbstzeit ist Weinzeit. Damit aus saftigen Trauben ein guter Tropfen wird, muss alles stimmen. Vom Wachstum über das richtige Wetter, die Weiterverarbeitung bis zum Abfüllen der Flaschen ist die Weinherstellung unter erfahrenen Winzern auch von der eingesetzten Verarbeitungstechnik abhängig. Ein Thema, dem sich Edmund Ackermann und sein Team in Rüdesheim an der Nahe verschrieben haben. Im Edelstahl verarbeitenden Unternehmen mit seinen 14 Mitarbeitern werden Armaturen und Transportmedien für Kellereien, Brauereien und die Nahrungsmittelverarbeitung hergestellt. Auch Sonderanfertigungen und Unikate fertigt der Betrieb ganz auf Kundenwunsch, so Leitern und Geländer für große und kleine Schiffe. Kunden hat der Betrieb nicht nur in der umliegenden Weinbauregion, denn die Produkte gehen praktisch in alle Weinbaugebiete der Welt. Hauptsächlich nach Deutschland, aber über die Händler gehen sie überall hin. Die Unternehmensgeschichte reicht weit zurück in die Vergangenheit, denn die Firma wurde 1880 von der Familie Hempel in Bad Kreuznach gegründet als Metallgießerei und Kellereibedarf. Es wurden praktisch nur Messingarmaturen hergestellt und ich habe dann 1980 den Betrieb übernommen und habe dann mit Edelstahlfertigung angefangen. Und die Armaturen heutzutage sind zu 99% aus Edelstahl. Nach der Übernahme hat Edmund Ackermann den Betrieb neu aufgestellt und in den vergangenen 36 Jahren hat sich der Armaturenbauer zu einer festen Größe im nationalen und internationalen Markt entwickelt. Verlässlichkeit und hohe handwerkliche Qualität nennt Ackermann als wichtige Eigenschaften, die man mitbringen muss, will man langfristig erfolgreich sein. Das sind Werte, die er auch seinem Nachfolger Sohn Jonas mitgibt, der im nächsten Jahr den Betrieb übernehmen soll. Ich werde im Frühjahr aufhören. Mein Sohn Jonas übernimmt dann die Firma. Er studiert Wirtschaftsingenieur und führt dann den Betrieb weiter. Ich werde ihm aber noch zur Seite stehen. Wissen Sie, wenn man über 50 Jahre arbeitet, dann sollte es reichen. Und mein Sohn wird das bestimmt mit der Mannschaft zusammen auch gut weiterführen. Ich bin zuversichtlich. Seine Ausbildung hat der 26-jährige Jonas Ackermann auswärts in einem Metallbauunternehmen an der Mosel absolviert, anschließend ein Studium als Wirtschaftsingenieur angeschlossen. In die Unternehmensübergabe wurde auch die Betriebsberatung der Handwerkskammer Koblenz eingeschlossen. Und die Vorbereitungen auf die Nachfolge sind bislang gut verlaufen. Und doch ist der Druck natürlich spürbar, wenn man das Familienhandwerk fortsetzt. Ja, es ist schon ein bisschen Druck dahinter. Ich konnte mich zwar gut eingewöhnen, seitdem ich 16 bin, bin ich in dem Beruf, aber es wird nach und nach immer ernster und man merkt schon, dass eine große Verantwortung dahinter liegt. Dass der Vater dann nicht ganz dem Werktor den Rücken zukehrt, findet Sohn Jonas gut. Es ist auf jeden Fall gut, so jemanden im Hintergrund zu haben, auf den man immer zurückgreifen kann und auf den man sich so sehr verlassen kann, der die ganze Erfahrung hat, alle Fehler schon gemacht hat, wie er immer sagt. Das ist schon sehr beruhigend, so jemanden im Hintergrund zu haben. Und ich freue mich auch, wenn er noch dabei ist. Damit geht der Metallbaubetrieb 2017 nach 137 Unternehmensjahren in die fünfte Generation über. Eine beeindruckende Geschichte, die dann weitergeschrieben wird. Ganz im Sinne der noch viel längeren Historie des Weinanbaus in der Region und darüber hinaus.